Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Let's Play Dead by Daylight. Und bevor ich loslege, möchte ich noch meine Fehlinformation aus dem letzten Video korrigieren. Und zwar ist es so, der Erfolg versierte Seuche, der ist nicht verbuggt, nicht fehlerhaft, sondern man braucht nicht oder es reicht nicht, eher gesagt, alle vier Überlebenden zu töten oder zu opfern, um den erbarmungslosen Sieg zu erlangen, sondern muss im Emblemsystem tatsächlich die Bewertung dreimal schillernd und mindestens einmal Gold erreichen, damit der erbarmungslose Sieg gezählt wird, und dafür müssen noch nicht mal alle Überlebenden getötet werden. Wenn man diese Punktzahl erreicht oder diese Wertung erreicht, dann gilt der Erfolg als abgeschlossen. Das bezieht sich nicht nur auf die Seuche, sondern mittlerweile auf alle Killer. Das heißt, sollte euch nach einem Erfolg fehlen, bei den Killern der versierte Erfolg, dann wisst ihr, dreimal schillernd, einmal Gold, das ist die Bewertung, die ihr erreichen müsst, damit es als erbarmungsloser Sieg zählt. Das ist mir auch vor wenigen Tagen gelungen, habe leider aber nicht aufgezeichnet. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass jetzt eh auf meinem Kanal ein paar Tage keine Videos hochgeladen wurden. Das lag einfach daran, dass ich erkältet war und auch meine Stimme sehr angeschlagen war, so dass ich kaum sprechen konnte, habe aber dennoch gespielt. So, uns fehlt allerdings noch der Erfolg Eifriger Torwächter, den ich nun in diesem Video versuche zu erlangen. Und Eifriger Torwächter verlangt von uns, dass wir alle Überlebenden opfern oder töten, bevor der letzte Generator repariert wurde. Das verlangt der Erfolg ganze 15 Mal von uns. 14 Mal habe ich es jetzt schon geschafft und versuche das in diesem Video dann nun zu erlangen. Als Add-ons dafür nehme ich das infizierte Brechmittel mit. Das erhöht moderat die Effektivität von Reinigung der Bösartigkeit, sprich, wenn wir Überlebende mit unserem Sekret bekotzen, dann steigt ihre Infektion dadurch moderat höher. Auch wenn sie dann auf der Flucht sind und interagieren, dann sammelt sich das auch schneller an als normal. Als zweites Add-on nutze ich die Weihrauchsalbe. Das erhöht leicht die Bewegungsgeschwindigkeit während des Aufladens von Reinigung der Bösartigkeit, sprich, während wir unser Sekret hochwürgen, bewegen wir uns leicht schneller, und außerdem wurde der Cooldown moderat verkürzt. Das heißt, nachdem wir uns schön ausgekotzt haben, können wir schneller wieder in eine Attacke wechseln oder erneut das Sekret hochwirken. Als Opfergabe spiele ich die blutigen Partyluftschlangen, um die Punkte aller Beteiligten in der nächsten Runde zu verdoppeln, also meine sowie die Punkte der Überlebenden. Sollte es uns gelingen, den Erfolg nun freizuschalten, werde ich sogar meine Punkte verdreifachen, denn als ersten Perk habe ich Barbecue und Chili dabei, der uns ja für jeden Überlebenden, den wir zum ersten Mal festhaken, nochmal 25% auf alle erhaltenen Blutpunkte spendiert am Ende der Runde, bis zu einem Maximum bei 4 Spielern von 100%. Hier sei noch gesagt, wenn sich ein Spieler ausloggt oder falls es tatsächlich weniger als 4 Spieler in der Runde sein sollten, es kann ja schon mal sein, dass es ein oder zwei Überlebende nicht schaffen und man die Runde nur mit 2 oder 3 Überlebenden spielt, dann zählt der Erfolg auch, wenn wir alle töten. Denn es ist, im Erfolg wird nicht gefordert, dass 4 Überlebende getötet oder geopfert werden, sondern alle. Und hatte in einer Runde tatsächlich nur eine Runde mit 3 Spielern, bei der sich einer ausgelockt hat, und das hat gezählt. Okay, das war Barbecue und Chili. Moment, wir haben bei Barbecue und Chili ja auch noch den Bonus, dass jedes Mal, wenn wir jemanden festhaken, wir die Augen der anderen Überlebenden für 4 Sekunden sehen, sofern diese sich weiter als 40 Meter vom Haken entfernt befinden, sich nicht in Wandschränken verstecken oder Verzerrung ausgerüstet haben, was ja die Aura-Lesefähigkeit des Killers negiert. So, der Erfolg Eifriger Torwächter verlangt, dass wir alle Überlebende opfern oder töten, bevor der letzte Generator repariert wurde. Deswegen konzentriere ich mich mit meinen restlichen Perks darauf, die Generatorenreparatur ein wenig zu erschweren
oder dazwischen zu funken. Deswegen als zweiter Perk habe ich den Fluch Ruin. Flüche sind nur so lange aktiv, wie das verfluchte Totem besteht. 5 Totems befinden sich immer auf einer Karte und sollte es den Überlebenden gelingen, das Verfluchte zu zerstören, dann wird auch dieser Perk deaktiviert, sprich, wir verlieren den Bonus, den wir durch Fluch Ruin erhalten. Entschuldigung. Und der Bonus sieht wie folgt aus. Jedes Mal, wenn die Überlebenden einen Generator reparieren und Fähigkeitschecks anfallen, dann macht sich dieser Fluch bemerkbar. Im Normalfall ist es so, wenn die Überlebenden einen guten Fähigkeitscheck treffen, dann erhalten sie dafür 50 Punkte in der Zielkategorie und der Generator wird nach wie vor weiter repariert. Sie verhindern also die Sprengung und es gibt keinen Rückgang am Generator. Mit Ruin bewirken die guten Fähigkeitschecks allerdings 5% Rückgang am Generator und sie bekommen keine Punkte für diesen Check. Der Generator explodiert zwar nicht, sollten sie den Check nicht treffen, gibt es nach wie vor 10% Rückgang am Generator. Aber die guten Checks, die bringen hier halt 5%, während die normalen Checks, also ohne Fluch, da halt nichts bewirken würden. Sie müssen großartige Fähigkeitschecks treffen, damit der Generator nicht zurückgesetzt wird. Dafür gibt es auch 150 Punkte, wie auch im Normalfall. Im Normalfall ist es aber so, dass sie einen Fortschrittsbonus für die großartigen Checks kriegen. Die Erfolgszone dieses Checks, die ist ja auch sehr gering und die müssen sie treffen, damit der Generator nicht zurückgesetzt wird. So, als dritten Perk nehme ich Pop Goes the Weasel rein. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Überlebenden festhake, habe ich 30 Sekunden lang Zeit, einen Generator zu beschädigen, der dann sofort um 25% seines gesamten Fortschritts zurückgesetzt wird. Das kann im Zusammenhang mit dem Fluch Ruin, sofern dieser dann noch aktiv sein sollte, sehr stark sein, denn 25%, das ist eine Menge, die gerade mit dem Fluch Ruin sehr mühselig für die Überlebenden sein könnte und damit würden wir ihre mühselige Arbeit wieder zunichte machen. Mit dem letzten Perk Uneinigkeit werde ich noch audiovisuell benachrichtigt, sobald zwei oder mehr Überlebende am selben Generator arbeiten. Außerdem wird die Aura des Generators dann auch noch für 12 Sekunden lang gelb hervorgehoben. So, mit dieser Zusammenstellung werde ich nun versuchen, den Erfolg eifriger Torwächter abzuschließen. Hier steht jetzt nicht mehr die ungefähre Dauer, ein Spiel zu finden. Jetzt habe ich heute nicht aufgepasst, ob das im Laufe des Tages verändert wurde. Es ist wohl so, dass wir jetzt direkt wieder eine Lobby öffnen. Aha, wie vorher auch. Und wir hier jetzt darauf warten, dass die Leute reinspringen. Und das ging sogar recht schnell. Wir haben eine Nea Carlson mit Werkzeugkiste, einen Jake Park mit Medikit, eine McThomas und eine Claudette Morel. Und dann versuchen wir doch mal unser Glück gegen die Überlebenden. Das habe ich wirklich nicht mitbekommen, dass das geändert wurde. Oder liegt es an der Uhrzeit, wobei in der Woche mitternachts, da dürfte eigentlich nicht so viel los sein. Da müsste eigentlich die Wartezeit auch erhöht sein. Okay, dann wurde das Matchmaking-System wahrscheinlich wieder geändert. Schauen wir uns das jetzt mal an. Dann müssen wir auch am Ende der Runde darauf achten, welche Ränge wir jetzt zugewiesen bekommen haben. Zweimal blutige Partyluftschlangen, also ein Überlebender hat auch nochmal die blutigen Partyluftschlangen gespielt, wodurch unsere Punkte jetzt sogar schon am Ende der Runde verdreifacht werden. Und sollte es uns gelingen, jeden einmal aufzuhängen, sogar vervierfacht. Das heißt, das könnte jetzt eine sehr lukrative Runde sein, selbst wenn wir den Erfolg nicht weiter vorantreiben. Selbst wenn wir einen D-Pip erzielen, könnte das immer noch punktetechnisch sehr, sehr gut für uns aussehen, sofern die Runde überhaupt zustande kommt. Denn da unten beim Ladebalken, da stoppt sie gerade wieder bei 5%, was schade wäre, wenn diese Runde jetzt nicht zustande käme, da diese ja so viele Blutpunkte bringt. Es kann auch sein, dass es wieder nur 2 oder 3 Überlebende in die Runde schaffen. Das wäre auch, ja, ich sage mal, ein Trauerspiel, gerade da, wo es jetzt so viele Punkte gibt. Ich werde die Ladesequenz rausschneiden, sollte sie zu lange dauern.
Ihr könnt ja mal oben einen Blick auf den Timer werfen. Oben links seht ihr ja von meinem Aufnahmeprogramm, wie lange es dauert. Aber da bewegt sich der Balken ja auch schon vorwärts. Dann werde ich es doch nicht rausschneiden. Sonst hätte ich gesagt, orientiert euch mal da oben, wie viel ich jetzt im Ladebildschirm rausgeschnitten habe. Dennoch bin ich gespannt, ob es alle Überlebenden in die Runde geschafft haben. Das werden wir aber gleich sehen. Wir sind im Behandlungsbereich Larrys Gedenkinstitut. Und da bin ich mal gespannt, wo unser Totem steht. Da hinten. Okay. Das kann eine blöde Position sein. Trotzdem natürlich ein paar Schränke an. Und auch ein paar Fenster, wo die Leute durchhüpfen. Oh, das ist eine blöde Stelle. Das ist eine blöde Stelle für unser Totem. Das ist eine sehr blöde Stelle für unser Totem. Ja, das habe ich mir gedacht. Damit zahlst du mit deinem Leben und einer Verseuchung, mein Freund. Du schmeißt ziemlich früh die Palette. Schlechter Spot, um sowas zu machen. Tut mir leid. Aber das passiert nun mal, wenn man mein Totem zerstört. Das mag ich überhaupt nicht. Zur Rettung. Ich hab's doch genau gehört. Sehr schön. Damit hat sich jemand infiziert. Er läuft immer noch infiziert durch die Gegend. Okay, dann lassen wir ihn mal. Wir wissen ja jetzt, wo beide sind. Leider ist der Keller nicht hier, aber
erstmal. Das kriegen wir hin. Hätte ich ja gar nicht kotzen müssen. Da ist er doch wieder. Das könnte eine gute Runde für uns werden. Na, den haben wir jetzt schon zurückgesetzt. Der ist schon hops gegangen. Oh, Pop goes the Weasel, wie schön. Infizier dich ruhig weiter, das ist nicht verkehrt. Dann kommst du da hinten an den Haken. Damit haben wir unseren 75-prozentigen Bonus. Auf den setzen wir zurück. Zurückgesetzt, den infizieren wir auch, damit das nicht so schnell wieder einer dran geht. Na, hier war doch eben jemand. Schade. Oh, hier ist der Keller, glaube ich. Das kommt natürlich passend. Luise, sage ich dann nur.
Wieso lockt sich denn Captain zum Ende hin noch aus? Okay, es fehlt uns nur noch die Claudette. Die wird jetzt sehr, sehr heimlich und vorsichtig spielen. So, jetzt wirst du dich anstecken. Und erwischt haben wir dich auch noch. Das dürfte jetzt unser Erfolg sein. Hier nochmal die Palette wegnehmen. Gibt auch nochmal Punkte. Noch ein paar Sachen anstecken. Nimmt ja alles Punkte. Und da haben wir die eifrige Torwache freigeschaltet. Alle erwischt, bevor der letzte Generator repariert wurde. Waren jetzt zwar nur 3, aber immerhin, der Erfolg zählt. Ja, okay, punktetechnisch war das jetzt nicht so der Bringer, aber immerhin, wurde das Punktesystem etwa wieder angepasst? Hab ich was nicht mitgekriegt? Ich weiß es jetzt nicht. Hab ich heute die Änderungen verpasst und nur noch nicht mitbekommen? Matchmaking-System ist weg. Punktesystem ist weg. Das müssten wir mal im Auge behalten. So, so viel aber zur ersten Runde, die ja auch dreifache Blutpunkte gegeben hat, sogar noch mehr. Wir haben ja nochmal 75% Bonus bekommen, weil wir ja 3 Leute festgehakt haben. Das heißt, wir können wieder gut Punkte investieren. Dann werde ich hier an dieser Stelle mal beobachten und Zuschlag nehmen. Hier den Pudding einpacken. Nehmen wir hier nochmal das infizierte Brechmittel und versuche nun einigermaßen günstig ins nächste Netz zu kommen. Und das war's auch schon wieder mit unserem Punkt. Was haben wir denn im nächsten Netz? Wiegenlied der Jägerin und schlampiger Schlachter. Wir haben hier auch nochmal das infizierte Brechmittel. Wir haben einen aschgrauer Apfel, der sehr attraktiv ist. Ja. In der zweiten Runde versuche ich, mein tägliches Ritual abzuarbeiten, nämlich das Klemmbacken-Ritual. Wir sollen mit dem Fallensteller 3 Überlebende mit Bärenfallen fangen, was 25.000 Blutpunkte Belohnung bringt. Versuchen wir mal unser Glück und ich erkläre noch kurz meine Zusammenstellung. Ich nehme die Fallenstellertasche mit, damit beginne ich mit einer zusätzlichen Bärenfalle, also 2. Und kann 2 zusätzliche transportieren, also 3. Starte mit 2, kann 3 Taschen mit mir tragen. Spiele noch 3 Fallen mit mir tragen. Spiele noch die Einstellwerkzeuge, das erhöht deutlich die Geschwindigkeit, mit der ich Bärenfallen auslege. Und erhöht auch moderat die Dauer, die Überlebende brauchen, um aus einer Falle zu fliehen, beziehungsweise aus einer Falle gerettet zu werden. Als Opfergabe spiele ich die leere Muschelschale, um am Ende der Runde 25% auf alle Blutpunkte nochmal als Bonus zu erhalten.
Vielleicht verdoppeln wir unsere Punkte wieder mit Barbecue und Chili. Das habe ich ja eben schon mit der Seuche erklärt, was dieser Perk bewirkt. Nehme noch Geflüster rein, dann bekomme ich eine Nachricht, wenn im Umkreis von 32 Metern Überlebende sind. Das ist immer ganz gut auszumachen, an welchem Generator sie arbeiten. Und hat beim Fallensteller noch den Vorteil, dass ich auch einen Blick auf Geflüster werfen kann, um zu schauen, ob jemand in 32 Metern Umkreis ist. Wenn keiner dort ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass niemand sieht, wo ich gerade meine Fallen platziere. Als dritten Perk Pop Goes the Weasel, auch das habt ihr in der Runde zuvor gesehen, nehme als letzten und vierten Perk allerdings noch Überladen rein. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Generator beschädige, wird dieser überladen und dem nächsten Überlebenden, der versucht, den Generator weiter zu reparieren, dem fällt ein enorm schwerer Fähigkeitscheck an. Misslingt dieser, dann setzt er den Generator nicht um 10, sondern um 15% zurück und ich weiß seine Position. Gelingt der Fähigkeitscheck, dann gibt es dafür keinen Fortschrittsbonus, es gibt dafür auch keine Zielpunkte. Er verhindert lediglich das Explodieren des Generators. So, mit dieser Zusammenstellung versuche ich nun mal, drei Überlebende in der Bärenfalle zu fangen oder in Bärenfallen zu fangen. Hoffe, dass ich vielleicht auch so schlecht spiele, dass ich einen D-Pip bekomme, wobei ich gleich mal darauf achten muss, ob das Wertesystem jetzt im Nachhinein wieder geändert wurde. Wie gesagt, das muss ich noch in Erfahrung bringen. Da muss ich noch mal in den Foren lesen, ob sich da was getan hat. Zumindest beim Matchmaking hat sich was getan. Man hat nämlich nicht mehr die Wartezeit, bevor man in eine Lobby kommt und kriegt dann hier direkt Überlebende zugewiesen. Da haben wir auch schon eine McThomas, eine Laurie Strode, einen David King und einen Dwight Fairfield, die darauf warten, von mir gejagt zu werden. Und die Laurie mit Taschenlampe, die wird wahrscheinlich, ja, unsere Nemesis in dieser Runde. David King kann sich noch nicht entscheiden. Also das Matchmaking-System wurde auf jeden Fall geändert. Das sieht man schon daran, dass man die Wartezeit nicht vor der Lobby hat, sondern hier direkt eine Lobby eröffnet und dort Überlebende zugewiesen bekommt. Was das Bewertungssystem angeht, da muss ich echt nochmal nachforschen. Wenn es jetzt wieder so ist wie vorher, dann ist alles wunderbar. Sollte es nicht so sein wie vorher und die Zuweisung der Überlebenden und den Killer auch immer noch so fadenscheinig wie vorher. Hier geht David King kurz vor Schluss sogar noch raus, was schade ist. Ah, da kommt aber schon jemand Neues. Aber nein, bei so einem Hin und Her mache ich persönlich nicht mit. Wir starten die Runde dann gleich mit einer vernünftigen Truppe, hoffentlich. Vielleicht wird dies ja unsere Truppe: Jane Romero mit Werkzeugkiste, Claudette Morel mit Werkzeugkiste, Feng Min und McThomas. Mal schauen, ob da noch kurz vorher einer rausspringt. Wie gesagt, in dieser Runde geht es mir darum, drei Überlebende zu fangen. Und sollte uns dies nicht gelingen, dann zumindest ein D-Pip, falls das Wertesystem, das Bewertungssystem immer noch so sein sollte wie vorher. So, hier wird Nebel erhöht, hier spielt noch jemand 25% Bonus für alle Überlebenden, auf alles. Dann haben wir noch Tapferkeit und Selbstlosigkeit, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Oder was, die Zielkategorie? Auf jeden Fall, Entschuldigung, ich habe immer noch mit den Nachwirkungen der Grippe zu kämpfen. Auf jeden Fall keine sehr auffällige Opfergabe dabei. Wir spielen im seufzenden Lagerhaus. Sehr, sehr schön. Gut, dann legen wir hier mal eine Falle hin. Hier wird gerne reingetreten, gerade weil es hier auch so dunkel ist. Natürlich kommt auch die typische Falle beim Fenster. Und eine Falle hier in die Ecke, weil hier gerne geloopt wird. Und wir nähern uns den Überlebenden.
Na, wo willst du hin? Damit ist schon mal eine Palette aus dem Spiel. Wir können auch eine Falle aufheben. Halten wir sie beschäftigt. Da geht schon ein Generator an. Den Generator hier überladen wir. Und dort hinten hatten wir auch schon die Jane. Ja, denkst du, ich sehe dich da oben nicht? Schön, dass die Falle immer wieder funktioniert. Gut. Ich versuche mal die Falle hier. Wir haben auch noch zwei Fallen. Die hat eben schon so gut funktioniert. Könnte nochmal funktionieren. Jetzt wird es Zeit, mal ein paar in die Lagerhalle zu legen. Die funktioniert ganz gerne. Die funktioniert auch immer wieder. Sie nicht wieder angefasst. Dort ist auch niemand zu Gange. Danke. Da bedanken wir uns dafür. Die Falle ist immer wieder gut. So. Dem Haken ihn vorhin auch schon. McThomas. Auch die Falle hat vorhin so gut funktioniert. Ja, renn Richtung Lagerhaus. Renn durchs Lagerhaus. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Danke. Damit haben wir unser Tagesziel übrigens schon erfüllt. Was fabriziert ihr? Kriegt ja echt viele Punkte. Du fehlst noch in der Sammlung.
Fehler. Damit verdoppeln wir unsere Blutpunkte. Nee, Laurie fehlt, glaube ich, noch, ne? Ich glaube, Laurie fehlt. Nein, Laurie hatten wir schon. Danke. Guck mal hier. Auch eine gute Falle, die immer wieder funktioniert. Die Zeit muss auch sein, diese wieder neu zu legen. Ich weiß, dass ihr noch hier seid. Ah, die Saboteurin fängt. Na, Claudette, gehst du uns wieder in die Falle? Ich glaube ja, ne? Komm, komm, komm. Danke. Du bist ja richtig bekannt dafür. Ein kleines Minenfeld. Keiner Lust zu retten, ne? Nein, nein. Auch sie nicht. Das Ausgangstor hier ist noch nicht offen. Das ist ja interessant. Das tut mir irgendwie leid. Hm. Ah,
Hat sie die Luke? Bestimmt. So, die Luke ist ja beim Ausgang. Okay. Na, wo befindet sie sich denn? Na, jetzt wahrscheinlich hinten bei dem Ausgang, oder? Ja. Hat gereicht, den aufzumachen? Nein, nicht ganz. Na, das wird ihr wohl gelingen. Ja, der Ausgang wird ihr gelingen. So schnell bin ich nicht. So schnell bin ich dann nicht. Das schafft sie noch. So. Auf jeden Fall haben wir unser Tagesziel erfüllt. Einen erwischt. Drei sind entkommen. Dann schauen wir jetzt mal auf die Bewertung. Erstmal GG. Hinterhältigkeit voll. Okay. Wir verlieren einen Pip. Also das Bewertungssystem, das wurde definitiv nicht geändert. Wir kriegen noch ein Spielerlevel dazu und 150 schillernde Scherben. Ja. Und von der Zuordnung ist es auch wieder in Ordnung, dass man ein vernünftiges Mittelmaß hat. Okay, das Matchmaking-System wurde wieder zurückgesetzt, aber das Bewertungssystem ist geblieben. Damit können wir leben. Der Einzige, der GG wünscht, ist der, der gestorben ist. Aber okay. Gut, dann hatten wir eine Runde als die Seuche und eine Runde als der Fallensteller. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.